So, Pause leider, jetzt wird gestrichen wenig. Danke, dass du da bist mit dem nächsten Vortrag. Der Michael hat, glaube ich, was erwähnt, ganz am Anfang, diesen berühmten MV45 AFZZ, den, glaube ich, jeder Arbeitentwickler irgendwo kennt, der ein ERP schon mal entwickelt hat, mit diesen tausenden und 15, was weiß ich, was tausenden Codezeilen. Und das genau auf die Frage, die du in deinem Vortrag gleich stellst, kannst du bitte da geschwind was machen, so ungefähr. Und dieses geschwind kann riesige Impacts haben. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt. Du willst uns ein bisschen Einblick geben in die Legacy Code, ins Legacy Code anpassen mit der Golden Master Technik. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, weil die Frage, glaube ich, haben wir, wie gesagt, alle und habe ich schon sehr oft gehabt. Und ja, dann bleibt mir jetzt nicht mehr zu sagen, außer Dominik, vielen, vielen Dank, dass du da bist und dass du dein Wissen mit uns teilst. Und die Bühne gehört jetzt dir. Danke sehr. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf. Und auch von mir noch der Hinweis: Mein 4,5-jähriger Sohn, der findet aktuell Paw Patrol am besten. Wie ihr euch vorstellen könnt am Titel meines Vortrags, ich bin nicht immer in den neuesten Technologien, in den neuesten Stacks unterwegs, sondern auch öfters einfach auf klassischen Systemen, sage ich mal, wo man noch viel mit altem Coding zu tun hat. Und so war es vor einiger Zeit, dass ein User aus dem Fachbereich zu mir gekommen hat, gesagt: Hey Dominik, pass mal auf, ich habe da ein Problem mit so einem Report, können wir mal drauf schauen? Ich natürlich: Ja, kein Problem. Und klar, was ist es denn? Ja, schau, das ist dieses Ding, das führen wir täglich aus in Produktion und es gibt uns so eine Liste zur Abarbeitung mit so Stammdaten und da korrigieren wir Fehler. Und außerdem, die Liste wird auch noch ausgewertet und dann in Excel gepackt und das ist ein Reporting für unsere Team- und Fachbereichsleiter. Sag ich, ja, und was ist das Problem? Ja, weißt du, wir haben so vor 4 Wochen haben wir ein paar Daten migriert und jetzt ist in dem Tool werden manchmal falsche Sachen angezeigt, obwohl es fachlich anders sein müsste. Kann man da mal reinschauen? Sag ich, ja, kein Problem. Transaktion aufgerufen und ja, was schlägt mir entgegen? Ein riesiger Selection Screen, ne, mit 30 Eingabefeldern, dann noch ein paar Checkboxen. Oben gibt es noch ein paar Tab-Strips, ein paar Reiter, wo man auch noch einstellen kann. Und der User sagt ganz locker: Ja, drückt einfach mal aus. Gesagt, getan. Das System denkt ein bisschen nach. Die gute Sanduhr dreht sich und dann kommt so ein Pop-up und es sagt: Achtung, Ihr Ergebnis ist mehr als 50.000 Zeilen. Das kann unperformant sein, wenn Sie das im ALV anzeigen. Möchten Sie wirklich fortfahren? Schau den User an. User nickt. Ich klicke weiter und dieses ALV baut sich auf. Das ALV ist ziemlich lang und dummerweise auch ziemlich breit, ne? Über 200 Spalten hat das an Informationen letztendlich. Und der User scrollt eiskalt irgendwo in die Mitte in diesem Screen und sagt: Bup, der Fall, Dominik, das Feld muss was anderes drinstehen. Ich sage: Okay, wer hat denn das programmiert? Ja, das war der Henry, aber der lebt jetzt auf Mauritius, der ist nicht mehr da. Okay, schlecht. Und fachlich, wenn ihr das regelmäßig testet bei Systemupgrades oder sowas, wer macht das? Ja, das machen wir schon, aber wirklich wissen, was da im Hintergrund passiert, tut keiner mehr. Okay, na gut, kurz ins Coding geschaut. Tests gibt es natürlich auch keine, ECAD nicht vorhanden. Also, ja, was tun? Letztendlich das, was der User mir präsentiert hat, ist das, was auch der Michael Keller vorher schon erwähnt hat, das ist Legacy Code. Von Legacy Code gibt es eine sehr positive Formulierung, die heißt: Legacy Code ist in Produktion, wird ausgeführt und verdient damit Geld. Also ist Coding, das wirklich einen Nutzen hat. Ihr selbst wisst, in Produktion gibt es auch viele Sachen, die überhaupt nicht mehr genutzt werden. Aber Legacy Code definiert sich halt auch dadurch, dass er nicht unter Test ist, nicht dokumentiert ist, keiner mehr technisch weiß, was funktioniert und keiner mehr fachlich weiß, was funktioniert. Jetzt kann man natürlich sagen: Hey, dann schieb den Legacy Code doch auf Seite und lass den in Ruhe und fass ihn bloß nicht mehr an. Aber natürlich gibt es auch Gründe, warum man ran muss. Wie in meinem Fall ein Bugfix. Manchmal haben User Wünsche für neue Features. Manchmal merkt man, wenn die Systeme wachsen, zum Beispiel durch Migration, dass die Performance nicht mehr passt und man muss optimieren. Oder einfach, es gibt ein System-Upgrade und man muss eine Kompatibilität zum höheren Stack herschaffen. In all den Fällen müsst ihr als Entwickler ran in einer Umgebung, wo ihr sagt: Da ist ja das Risiko, dass ich was kaputt mache, eigentlich höher, als dass ich den Fehler korrigiere. Und da gibt es zwei verschiedene Sachen, die man machen kann. Die erste ist den meisten von euch wahrscheinlich bekannt. Also einfach reinprogrammieren und hoffen, dass man nichts kaputt machen oder dass der User es findet. Also Daumen drücken. Und die andere, die ich euch heute präsentieren will, ist die Golden Master Technik. Die ist sicher keine Silver Bullet. Die löst nicht all eure Probleme, aber ihr habt die Chance, euch einfach besser zu stellen. Und die ist gar nicht mal so schwer, zumindest in der Theorie. Wie funktioniert das?
Ihr nehmt das Stück Coding, den Report, den Funktionsbaustein, was auch immer ihr angehen wollt und generiert für den erstmal Input. Das Einfachste bei einer Transaktion ist zu sagen, hey, da gibt es bestimmt Varianten in der Produktion, die kann ich mir im K-System rüberziehen und das ist mein Input. Dann führt ihr den Report aus und das, was der in irgendeiner Form als Output generiert, davon macht ihr einen Snapshot. Es kann optisch sein, es kann Log-Extrakt sein, es kann Datenbank sein, was auch immer. Wenn das passiert ist, dann schaut ihr mal, ob die Coverage relativ gut ist. Das heißt, ob die Testabdeckung durch den Input, den ihr reingegeben habt, in einem Bereich ist, sage ich mal einfach, wo ihr euch wohlfühlt. Und wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dann könnt ihr auch nochmal sagen, hey, wenn ich schon Tests habe, ich drehe mal was am Coding und schaue, ob sich dann der Output ändert, erkennt mein Test das Problem. Dann habt ihr letztendlich euren Golden Master. Das ist die Referenz, gegen die ihr zukünftig programmiert. Der nächste Schritt ist dann, ihr macht, was auch immer ihr machen müsst. Ihr führt die Änderungen durch, das heißt Bugfix, neues Feature, Refactoring, Performance-Optimierung, was auch immer. Lasst mit demselben Input nochmal den Report laufen, macht wieder einen Snapshot und dann nehmt ihr den Golden Master, den alten Snapshot und den neuen Snapshot und vergleicht die. Und je nachdem, was ihr erreichen wollt, bei dem Bugfix ist hoffentlich die Änderung nur an einer Stelle eures Golden Masters, dort, wo ihr wollt. Bei einer Performance-Optimierung oder Umzug auf eine neue Plattform ist hoffentlich der Golden Master genau das ideal gleiche zu dem, was beim zweiten Lauf aufgegangen ist. Jetzt weiß ich, es gibt viele Gründe, warum das nicht so einfach funktioniert, wie ich es hier dargestellt habe. Darauf werde ich später noch eingehen. Wie gesagt, es löst nicht alle Probleme, aber es ist eine Chance. Was auf jeden Fall der Vorteil ist, es geht mit fast jedem System. Also die Technik kommt nicht aus der SAP-Welt, sondern von außerhalb, wo es auch mehr Tool-Unterstützung gibt. Und es funktioniert auch für relativ komplexe Outputs. Ein Nachteil auf jeden Fall ist, wenn in diesem Output schon Bugs drin sind, von denen ihr nicht wisst, dann werden die dadurch nicht aufgedeckt. Die bleiben drin bestehen, sind im neuen Output auch vielleicht drin und ihr bemerkt gar nicht, dass ihr dann Bug mittrackt. Also es kann keine neuen Bugs identifizieren. Aber darum geht es ja auch meistens nicht. Wie funktioniert das jetzt in der klassischen SAP-Welt? Der ganz einfachste Fall ist, ihr habt einen Report und der hat einen Selection-Screen und der idealerweise liest der nur für die Datenbank. Das ist irgendwie nur ein Reporting. Oder alternativ sowas wie ein Testmodus, das machen manche Entwickler, kann ich sagen, das hake ich an, führe ich aus und ich kriege erstmal ein Protokoll, was der Report machen würde, aber es wird noch nichts auf die Datenbank geschrieben. Idealerweise ein System mit wenig Load und anderen Usern. Ich weiß, das ist schwer, aber manchmal gibt es so Projektsysteme, auf denen man es machen kann und mit ausreichend Testdaten. Was ihr dann macht, um den Golden Master zu erzeugen, ihr schaut, hey, gibt es nicht eine Variante, die ich nutzen kann? Und führt das Ding einfach mal aus. Dann schaut ihr in eure SCoV, den Code Coverage Analyse. Der ist hoffentlich eingeschaltet. Wenn nicht, macht ihr das einfach, bevor ihr ausführt. Und das gibt dann, wenn ihr fertig seid mit dem Ausführen, so ein kleines Reporting. Nämlich das macht was ziemlich Cooles. Es sagt euch, wie viel Prozent eures Codings abgefrühstückt wurde durch das, was ihr da eingegeben habt in den Report. Das heißt, wie viele Verarbeitungsblöcke, ist gleich Methoden und Forms aufgerufen wurden, wie viele Zweige aufgerufen wurden von euren If-Else-Anweisungen, von euren Cases und wie viele Anwendungen, also Befehle, Anwendungsabdeckungen aufgerufen wurden. Und das, was aufgerufen wird, ist nach dem im Source Code grün und das, was nicht aufgerufen wird, ist rot. Das heißt, ihr könnt euch anhand dieser Daten und da aber lesbares, sichtbares Coding ist, gucken, was kann ich denn noch an Testdaten reinwerfen, damit das Ganze eine höhere Testabdeckung macht. Also hier unten zum Beispiel war ALV-Output nicht gesetzt auf ABAP True, kann ich wahrscheinlich in der GUI einschalten. Gut, wenn das alles gelaufen ist, dann habt ihr euren Golden Master. Das sieht in meinem Beispiel ganz simpel so aus. Das ist ein Write-Out-Output. Der ist bewusst simpel gehalten. Kann natürlich viel mehr Spalten und verwirrende Informationen enthalten. Ihr macht eure Anpassung, führt das Ganze nochmal aus und dann kommt dieser Output rein. Man sieht optisch, dass hier unten die Zeile mit der 23 am Ende fehlt. In realistischeren Szenarien gibt es auch irgendwie Zahlendreher oder ein O wird zu einem Ö und andere Sachen, die man optisch auf den ersten Blick vielleicht nicht so leicht erhascht. Den Golden Master habt ihr gemacht, indem ihr in dem Fall einfach einen Screenshot gemacht habt und einen Screenshot von dem neuen Output. Und dann gibt es ein Tool, das euch dabei helfen kann. Das heißt WinMerge. Das vergleicht Bilder, unter anderem Bilder.
und zeigt euch die Unterschiede an. Links ist mein Golden Master, da ist hier markiert, oh, hier war die 23 noch dabei. Und hier im neuen Screenshot ist markiert, oh, das Ding fehlt. So könnt ihr also erkennen, ihr habt irgendwas kaputt gemacht oder ihr habt bewusst die 23 entfernt. Das müsst ihr entscheiden. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit größeren Listen, hier irgendwelchen Logs. Die müsst ihr, im Screenshot müsst ihr jetzt nicht lesen können, aber die könnt ihr natürlich extrahieren, könnt ihn wieder in WinMerge eingeben. Und WinMerge hat dann die Fähigkeit, bei Testfiles ein bisschen detaillierter zu analysieren. Das heißt, hier wird zum Beispiel der User Klotz zu Meier umbenannt und es markiert euch das Gelb. Drittes Szenario ist der ALV. Auch den ALV könnt ihr als Plaintext extrahieren. Und hier zeigt sich dann jetzt nochmal eine richtig coole Sache von WinMerge. In dem Beispiel nämlich gibt es verschiedene Farben. Zum Beispiel seht ihr links den Master, dass hier so eine graue Zeile ist. Die ist im Master nicht drin, aber sie ist hier drüben drin, die Mathematik-Lisa. Die hat nämlich ihre Position geändert, also die Reihenfolge im Output hat sich verändert. Die Mathe-Lisa heißt plötzlich Lisa-Lena, die hat einen zweiten Vornamen gekriegt. Und hier die zwei untersten Datensätze, die sind offensichtlich in dem zweiten Output rausgefallen. Das Ganze ist mit verschiedenen Tools möglich. WinMerge ist nur eins davon, gibt es zahlreiche Lösungen. Aber das ist natürlich jetzt alles händisch. Händisch ist für Entwickler immer nicht so attraktiv. Das heißt, wie kann ich sowas automatisieren? Außerhalb der SAP-Welt oder in der Web-Welt gibt es da diverse Frameworks, die das klasse machen. Ich stelle eine Möglichkeit vor, wie man es mit ABAP Unit machen kann. Es geht sicherlich auch mit anderen Art und Weisen. Einfachstes Beispiel, ich habe einen Report und der hat einen Form. Das gibt es ja oft, dass es unter ein großes Form gibt, das dann alle weiteren Forms aufruft und fertig ist. Stellen wir uns einfach vor, das ist hier unser Fall. Ich habe hier also ein Form, das heißt addiere, das summiert zwei Zahlen auf und berechnet die Summe und letztendlich wird es aufgerufen nach dem Start of Selection. Dann kann ich auch in den schnöden Report letztendlich unten eine Testklasse einfügen und muss dann halt sagen, führe das Form addiere auf in diesem Programm Z-Unit Test Forms und benutze die und die Parameter. Der Unit Test kann dann ganz klassisch abprüfen, ob der erwartete Wert 3 auch wirklich rauskommt. Das heißt, mein Golden Master ist hier sehr, sehr eng gefasst. Und das ist nur eine Ziffer, die zurückkommt, aber identisch funktioniert das natürlich auch für wesentlich komplexere Outputs. Jetzt gibt es neben Forms natürlich noch andere Modularisierungstechniken. Etwas moderner wurde dann irgendwie die lokale Klasse. Da hat jemand eine lokale Klasse Addierer geschrieben, die eine Methode Addiere hat, die dasselbe tut wie das Form. Und im Start of Selection wird der Addierer instanziiert, die Summe gebildet aus 1 und 2 und die Summe ausgegeben. Auch da kann ich Golden Master Testing machen und mit einem Unit Test ansetzen, der letztendlich auch den Addierer instanziiert, dann den Addierer hier ausführt und das Ergebnis wieder mit einem Assert prüft, ob das Ganze funktioniert und euch damit den doppelten Boden gibt, in dieser Methode alles zu ändern, was ihr wollt, weil der Unit-Test sichert euch letztendlich ab auf oberste Ebene. Jetzt gibt es noch die schlimme Variante, nämlich, dass jemand gar nicht modularisiert hat, das soll es ja auch geben. Das heißt, ich habe Start of Selection und unten drunter wird einfach schnöde wegprogrammiert, ohne Form, ohne Methoden. Es kommt direkt das Coding. Auch das kann man abtesten mit einem Unit-Test, und zwar indem man Call Transaction verwendet. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr Transaktionsabsprünge programmiert von einer Transaktion in der nächsten. Das funktioniert so, dass man, wenn man es komfortabel will, mit dem Batch-Input-Reporter letztendlich mitprotokolliert, was man denn in die Transaktion eingeben würde, sich das Ganze ausgeben lässt, in so eine Übergabetabelle als Batch-Data wiedergeben lässt und die Transaktion mit diesen Batch-Input-Daten ausführt. Und letztendlich kann man dann zum Beispiel abprüfen über den Unit-Tests, dass in den Messages etwas zurückkommt oder etwas nichts zurückkommt, um abzuprüfen, ob der Report noch wie gewünscht läuft. In den einfachen Fällen ist das so richtig gut möglich und funktioniert auch. Aber es gibt natürlich viele Dinge, die es nicht so einfach machen. Ne? Was ist denn, wenn mein Golden Master jetzt nicht nur eine Ziffer ist, sondern so eine riesige Tapete oder eine tiefe Struktur? Was ist es, wenn es gar keinen Output gibt, den ich abgreifen kann? Was mache ich dann?
Wie ist es denn mit Zufallszahlen? Gibt es jetzt in Business-Logik vielleicht relativ selten, aber ein Beispiel ist bei einer Eichung, wenn losgezogen werden muss und ich dann ein spezielles Objekt rauspicke, wie sorge ich dafür, dass der Golden Master dadurch nicht destabilisiert wird? Was ist mit GUIDs und Nummernkreisobjekten? GUIDs ändern sich im Zweifel, wenn ich einen Report mehrfach ausführe oder Coding mehrfach ausführe. Wie ist es mit der gehässigen Abfrage auf SÜ-Datum, wenn mein Test Golden Master heute läuft und ich führe ihn morgen aus und es ist eine Abfrage auf SÜ-Datum drin, dann ist er danach invalide. Kann ich das irgendwie ändern? Wie ist es, wenn externe APIs angesprochen werden? Damit meine ich auch SAP-Funktionsbausteine, die ich nicht voll unter Kontrolle habe, oder auch Web-Services. Was kann ich da tun? Datenbankänderungen, wie funktioniert das? Wenn ich den Report ausführe oder das Stück Coding und er ändert was auf der Datenbank, dann ist mein Golden Master doch invalide beim zweiten Ausführen, weil es kommt was anderes raus. Und so gibt es viele, viele Gründe, wo man sagen kann, boah, das macht Golden Master Testing richtig schwer. Einfach weil wir unsere Entwicklungsumgebung nicht so unter Kontrolle haben, dass wir sagen könnten, vor jedem Golden Master Test stellen wir ein blankes, cleanes System in einem spezifischen Zustand X hin und führen dann neu aus. Das ist halt aufgrund der zentralen Entwicklungsinstanzen, auf der wir arbeiten, leider nicht möglich. Aber es gibt eine Möglichkeit, sich darum, diese Themen zu kümmern. Und zwar muss man gewisse Nahtstellen identifizieren, an denen man relativ sicher, also ultimative Sicherheit wird es wahrscheinlich nie geben, Änderungen vornehmen kann, um all diese Punkte dort oben zu adressieren. Ganz wichtig dabei, macht das nur unter Versionsmanagement und am besten mit ABAP Git, weil es ein detaillierteres Versionsmanagement ermöglicht. Schreibt euch im Zweifel noch auf, wo ihr was geändert habt, oder nutzt Marker im Code, damit ihr im Zweifel die Änderungen wiederfindet und auch wieder zurückdrehen kann. So, was sind denn jetzt Lösungsszenarien für die Probleme, die ich hier adressiert habe, um den Golden Master stabil zu halten und euch ein gutes Testen zu ermöglichen? Ihr könnt Golden Master Testdaten einfach hart in den Test kodieren. Das heißt, irgendwo steht dann, keine Ahnung, ein Value Statement für eine Tabelle drin. Das ist euer Golden Master und damit wird immer wieder drüber abgeprüft. Ihr könnt es aber auch anders machen. Ihr könnt die Daten immer aus einem File lesen, aus einem CSV oder ähnliches, oder aus einer Cluster-Tabelle, wenn es tiefere Strukturen sind, und könnt das zur Abprüfung nutzen. Etwas, was ich mal geschrieben habe, ist hier so ein kleines Tool, das läuft über einen Key, den man mitgibt, und gibt eine Tabelle zurück. Das ist dann der Golden Master Test, der hinter dem Schlüssel GM1 steht, und den rufe ich dann einfach in dem Assert auf und prüfe ab, ob der letztendlich von meinem Coding erreicht wurde, auch nicht. Das heißt, ihr könnt auch beliebig komplexe Objekte hinterlegen, auch irgendwelche JSON-Objekte, XML und so weiter. Beim Output-Erzeugen gibt es auch ein paar Möglichkeiten. Wenn es wirklich gar keinen Output geben sollte, meistens gibt es in irgendeiner Form Output, aber der ist nicht so direkt sehbar. Ihr könnt Write-Statements einfügen, ihr könnt ein ALV einfügen, ihr könnt Messages ausgeben, ihr könnt Methoden und Forms, die keine Return-Parameter haben, einfach Return-Parameter dranhängen und sowas zurückgeben. Ihr könnt mit dem Memory-Import und Export spielen, um die Daten letztendlich zu schaufeln. Ihr könnt euch eine eigene Puffer-Datenbank schaffen, wo ihr sagt, hey, ich schreibe nicht in die Produktionsdatenbank, weil die habe ich vielleicht nicht so unter Kontrolle, die Substandard-Datenbank, sondern schreibt sie eine Z-Version für euch. Ihr könnt Cluster-Tabellen nutzen, könnt auch einen eigenen Logger programmieren, wenn ihr wollt, und so weiter. Also ich glaube, an der Möglichkeit, Output zu generieren, scheitert es in der SAP-Welt meistens nicht. Wie ist es mit Datenbankänderungen? Normal, wenn ich was ausführe und da ist irgendwie ein Insert drin, dann wird es doch auf die Datenbank geschrieben. Und wenn ich es das zweite Mal ausführe, dann ist es doch dann ein anderes Datenumfeld. Es kann sein, muss aber nicht sein. An sich sind Inserts und Modifiers in Unit-Tests erstmal problemlos, solange nicht irgendwo explizit committed wird oder ein impliziter Commit vorhanden ist. Das weiß man natürlich bei großen Legacy-Code Objekten nicht unbedingt, muss man ausprobieren oder letztendlich Source-Scan machen. Wenn es ganz hart kommt, kann man das Insert auch auskommentieren, weil ich interessiere mich ja wahrscheinlich eher für das Update an sich inhaltlich, als dafür, dass es in der Datenbank gelandet ist, und kann mir das dann per Memory-Export zum Beispiel holen. Ich kann es umleiten in eigene Datenbanktabellen, die ich voll unter Kontrolle habe. Oder ich kann auch ganz gemein sein und sagen, jetzt wurde was in die Tabelle geschrieben, lösche es mir direkt nach dem Unit-Test wieder raus, damit mein Golden Master wieder sauber ist und ich es nochmal ausführen kann. Selects und so weiter sind unkritisch, weil die Daten nicht destabilisieren. Das fragt ja nur Daten letztendlich ab. Die machen den Golden Master nicht instabil.
Was mache ich mit GUIDs und Nummernkreisobjekte, Zufallszahlen und APIs? Ja, GUIDs und Nummernkreisobjekte, einfachster Trick ist zu sagen, ich vergleiche das in meinem Golden Master nicht, weil da weiß ich, dass es volatil ist. Es ist aber fachlich vielleicht nicht so wichtig. Lassen wir einfach weg. Ich cleare die Tabellenspalten oder Ähnliches. Ich kann Nummernkreisobjekte natürlich immer wieder zurücksetzen. Ich kann GUIDs sagen, die lasse ich mir nicht generieren, sondern gebe die statisch zurück. Zufallszahlen bei irgendwelchen Losverfahren kann ich durch Festwerte ersetzen für meine Tests. Und auch das Süddatum oder die Uhrzeit, was auch immer für mich relevant ist, kann ich durch Fixwerte ersetzen. Bei APIs gibt es die Möglichkeit, sie zu deaktivieren, auch durch Festwerte zu ersetzen. Außer natürlich die API, der Aufruf von irgendeinem Drittsystem zum Beispiel, ist das Ergebnis, das ich wirklich abprüfen möchte, dann am besten protokollieren oder mit dem Drittsystem irgendwie eine Zusammenarbeit ermöglichen, dass ihr da integriert gut testen könnt. All das, was ich hier euch genannt habe, fällt unter ein Thema Dependencies ausknüpfen. Also ich habe Abhängigkeiten zu irgendwelchen Sachen, die ich nicht unter voller Kontrolle habe als Entwickler. Und das möchte ich natürlich für ein Testing nicht haben, weil dann ändern sich meine Daten. Wie kann ich das jetzt machen? Einfache Möglichkeit, ich nenne es jetzt einfach Fake-Daten und nicht Mock-Stub und die ganzen Feinheiten. Es geht einfach darum, Daten so hinzubiegen, wie ich es möchte. Ich kann das über Interfaces machen. Das kann ich auf quasi jedem ABAP-Stack machen. Ich sage für mein Beispiel hier zum Beispiel, das soll ein Systemdatum rausgeschrieben werden. Das ist natürlich Süddatum. Das ist schlecht für uns. Was kann ich machen? Ich sage, ich lege ein Interface-Kalender an und das hat eine Methode, die heißt get heute im besten Englisch und gibt ein Datum, nämlich das Tagesdatum letztendlich zurück. Und von diesem Interface kann ich ausprogrammieren in der Klasse zKalender und standardmäßig steht da drin, heute ist immer Süddatum. Das ist das, was ich letztendlich im Echtfall nutzen würde. zKalender ist meine Klasse für wirklich produktive Einsätze. Wenn ich aber jetzt im Test unterwegs bin, dann stelle ich mir einfach noch eine Klasse, die das Ganze faked, den Fake Christmas Kalender. Der sagt nämlich hier unten, indem er das Interface auch implementiert, gib mir immer Weihnachten zurück. Da ist immer der 24.12.21. Und wenn ich diese in meinem Report letztendlich nutze, dann kann ich sicher gehen, dass immer mit demselben Datum gearbeitet wird. Wie sieht das jetzt aus? Wenn ich so ein Beispiel-Report ausführe, hier oben gebe ich einfach Süddatum aus. Hier unten implementiere ich einen Kalender, der das Systemdatum setzt. Das ist über den Standardkalender. Und hier unten nutze ich den Fake-Kalender, der auch seine Ausgabe macht. Und in den ersten beiden Fällen, Süddatum und echter Kalender, kommt der 26.10. raus. Das war, damals habe ich es halt programmiert. Und mit unserem Fake-Christmas-Kalender kommt der 24.12. raus. Und ich habe hier Sicherheit. Zwei Möglichkeiten, dann diese Klasse zu verwenden, ist Constructor Injection oder eine Setter Injection, um das Ganze zu übergeben. Aber das wird den Vortrag hier sprengen, das noch zu erklären. Alternative auf neueren Stacks ist das Test Double Framework. Auch hier wieder unser Report, der das Systemdatum ausgibt. Ich habe wieder ein Interface mit der Methode get heute, das Tagesdatum zurückgeben soll. Aber diesmal mache ich was anderes. In meinem Test nämlich nutze ich dieses Test-Double-Framework und sage, instanziere für mich eine Fake-Klasse vom Interface ZIF-Kalender. Und ich sage, hey, gib immer Jahresanfang, die Konstante 1.1.21 zurück bei dem Aufruf. Und das soll zurückgegeben werden, wenn jemand get heute aufruft. Dann kann ich sagen, hey, Kalenderdupel, was ist denn heute für ein Tag? Und bekomme tatsächlich dann diesen Wert 1.1.2021 rüber, weil das Framework im Hintergrund das Original-Coding letztendlich ersetzt. Das heißt, dann müsst ihr keine eigenen Klassen anlegen, sondern ihr könnt das darüber machen, könnt auch noch viel mehr machen, prüfen, wie oft was aufgerufen wurde und Parameter ignorieren und solche Sachen. Das ist relativ mächtig. Und das Ganze funktioniert mit Interfaces. Meistens haben wir aber keine Interfaces irgendwie in Legacy Code oder wenn ihr SAP-Klassen nutzt. Es funktioniert aber letztendlich auch mit Klassen an sich, die kein Interface haben. Eine andere Möglichkeit,
hier an einem Report-Beispiel gezeigt. Wir haben wieder einen Report, der das Zieldatum ausgibt hier in Zeile 9. Und ich möchte den Teil ersetzen. Dafür gibt es Test-Themes. Test-Themes sind einfach ein Befehl vor und nach dem zu ersetzenden Bereich mit einem eindeutigen Namen, hier Tagesdatum. Und Idee ist dann, dass der Bereich, der dazwischen steht, in Tests ersetzt werden kann. Das ist ziemlich cool für Legacy-Code. Doof ist nur, wie ihr seht, es funktioniert nicht für klassische Reports. Es geht ab 7.5 und es geht für alles, was schon in Klassen programmiert ist. Das heißt, wenn wir hier wieder unseren Kalender haben mit der Methode getHeute und der gibt Zieldatum zurück, dann mache ich hier drum das Test-Theme mit dem Namen Tagesdatum und in meinem Unit-Test, meinem Golden Master-Test, kann ich dann sagen per Befehl Test Injection, dass dieses Stück Coding, was hier steht, dort eingefügt wird, wo hier links Test-Theme steht. Das heißt, auch dieses Stück Coding gibt dann immer den 24.12.2021 zurück und ich habe diese Stabilität für meinen Golden Master-Test, dass nicht abhängig vom Tagesdatum irgendwas verwendet wird. Es gibt noch viel mehr Techniken, wie das möglich ist. Die möchte ich hier nicht unbedingt vorstellen, sondern nochmal darauf eingehen, was mache ich denn jetzt, wenn der Code unter Test ist? Also ich habe diesen doppelten Boden durch den Golden Master. Ich könnte jetzt da refactoren oder was Neues einprogrammieren. Wie ist die Devise? Die Devise ist, bloß nicht weitermachen wie früher. Also all das, was den Mist produziert hat, bitte nicht weiterführen. Die Versuchung ist natürlich groß, in unschönes Coding einfach noch mehr unschönes Coding reinzumachen. Da gilt die alte Pfadfinderregel, verlasse den Code sauberer, als du ihn vorgefunden hast. Der Michael Keller hat ja schon wunderbar darüber erzählt, über Clean Up Up im Vortrag davor. Was kann ich da machen? Ich kann erstmal alles recht easy machen, was meine IDE automatisch macht. Das heißt, was toolgestützt läuft, führt schon mal nicht zu menschlichen Fehlern, dass ich mich vertippe. Und das ist als allererstes Erkenntnisse festhalten. Das heißt, ich benenne Dinge richtig, forms Methoden am sprechenden Namen. Ich füge, wo nötig, Kommentare ein oder lösche sie, wo unnötig. Ich schreibe ein bisschen Doku. Ich kann Ordnung schaffen, das heißt, ich nutze die Funktion Methode extrahieren, um Sachen rauszuziehen. Ich kann auskommentiertes Coding entfernen, ich kann Formatierung verbessern und kann Lesbarkeit erhöhen, indem ich gewisse schwer lesbare Konstrukte ersetze. Und ganz wichtig, weil ihr wollt ja irgendwann in Testbarkeit kommen, damit ihr nicht dauerhaft mit diesem Golden Master arbeiten müsst, der nur eine gewisse Zeit stabil ist, ihr müsst die Testbarkeit verbessern. Das heißt, Abhängigkeiten rausziehen, Datenbankzugriffe in eine eigene Klasse, API-Calls in eine eigene Klasse. Wenn ihr das macht, verbessert ihr euch wesentlich. Und wenn ihr jetzt neue Features einfügen wollt, dann gibt es auch standardisierte Best Practices, wie ihr das machen könnt. Euer Coding ist mit dem Golden Master an der Test. Ihr habt hier diese Methode, die hier irgendwie kompliziertes Coding hat. Dann loopt es über eine Liste und dann kommt noch mehr Coding dahinter, das ich euch erspare. Und ihr sagt, hey, ich habe eine neue Funktion oder Anforderung, dass diese Liste keine Dupletten entfernen kann. Das könnt ihr natürlich auch einfach hier oben drüber reinprogrammieren, aber es verbessert die Situation nicht. Das heißt, was ihr macht, ihr schreibt einen neuen Unit-Test und schreibt in diese Demo-Klasse eine neue Methode, die Duplicate, also Dupletten entfernen, programmiert die unter Test, assertet, dass das Ganze funktioniert und fügt diese dann oben ein. Und somit habt ihr die Welt ein Stückchen besser gemacht. Ihr habt neue Funktionen ausgelagert. Ihr seid langsam unter Test und der nächste Entwickler freut sich. Das funktioniert recht gut, wenn die Klasse recht gut zu instanziieren ist. Manchmal funktioniert es auch nicht so gut, weil kompliziertes Coding. Dann kann man natürlich auch eine Sprout Class machen, dass man das Ganze in eine eigene Klasse oder eine statische Methode auslegt. Genau, wie ist bei mir die Story weitergegangen mit meinem großen ALV-Output? Ich hatte das Glück, dass dieses Tool auf die Datenbank schöne Daten geschrieben hatte, die ich analysieren konnte. Es waren Massenläufe, die konnte ich wunderbar vergleichen mit einem Master-Massenlauf und allen folgenden. Und so ist das Ganze auch grün durch die Produktion gegangen, auch bei vielen, vielen, betroffenen Datensätzen. Das hat cool geklappt. Wenn ihr mehr Infos wollt, es gibt eine spezielle Online-Konferenz, Legacy of Socrates heißt die, die beschäftigt sich nur mit Legacy Code. Da wird auch Golden Master Testing vorgestellt. Es gibt ein sehr cooles Buch, ist schon älter, aber ein Klassiker, Working Efficiently with Legacy Code. Und auf Wikipedia gibt es auch ein bisschen was zu lesen. Golden Master Test ist zum Beispiel auch unter Characterization Tests zu finden. Tools WinMerge habe ich verlinkt.
Wenn ihr Lust habt auf Diskussionen, Philosophieren, mal einen Workshop machen, User Group Vortrag, bin ich gerne offen. Das, was ich euch hier in Schnellvariante gezeigt habe, ist normal so ein, zwei Tage Workshop, wo man es praktisch an einem Codecutter auch wirklich durchexerziert. Und danach sitzt das auch und ist auch übertragbar in die echte Welt. Das war's. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, vielen, vielen Dank. Wieder eine Punktlandung. Ist unglaublich eigentlich. Ich wollte schon kurz unterbrechen, aber wieder gedacht, nein, warte mal kurz. Perfekt. Erstens, das ist ein cooles Shirt natürlich. Also ich liebe ja ACDC, also danke für diesen Input. Das Zweite ist, ich weiß nicht, wie es andere machen, aber ich mache zu Weihnachten immer so eine Phase, wo ich dann ein paar neue Themen mir anschaue. Und die Golden Master Technik ist jetzt gerade raufgerutscht auf die Liste für meine Weihnachtsaufgaben, wo ich mir neue Sachen anschaue, neue Dinge ausprobiere. Also ja, vielen Dank auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, sicher ein paar Fragen auch zu dem Thema. Ich glaube, du bist nachher eher auch dabei bei dem Meet the Speaker. Das ist dann gleich nach dem nächsten Vortrag von Wolfgang. Dann werden wir einfach ein paar Fragen stellen. In der Zwischenzeit würde ich mich einfach gerne bedanken und kurz vielleicht 5 Minuten Pause gönnen den Teilnehmern. Wir sehen uns dann in circa 1,5 Stunden oder was. Jetzt habe ich es gerade im Kopf. Aber jedenfalls dann bei dem Meet the Speaker wieder. Vielen Dank vorerst inzwischen. Danke. Ciao. Ciao. So.